Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet zu meinem neuesten Video. Heute habe ich meinen Duft im Dezember 2016 für euch. Aber bevor ich wie üblich mit dem loslege, habe ich noch ein bisschen Blabla. Also wer da nicht interessiert, der kann vorspulen. Ja, ich wollte euch einfach sagen, für die, die nicht meinen Vlog gesehen haben, das wird ja ziemlich sicher leider vorerst das letzte Video in dem Stil bleiben oder allgemein für 1 bis 2 Monate. Aus dem Grund, dass ich Ende Januar, Anfang Februar zügeln werde. Ich werde umziehen. Und ich habe zwar im Vlog noch gesagt, ich werde dann wahrscheinlich noch Videos machen, wo ich euch zeige, wenn ich ausmische. Aber ganz ehrlich, ich muss noch so viel erledigen und so ein Umzug ist einfach mega Arbeit. Und durch das, dass ich außerterminlich gekündigt habe, muss ich auch so gut wie möglich ja, einen Nachmieter finden. Also sprich, ich werde dann auch Wohnungsbesichtigungen haben und weil ich 100% arbeite, kann ich dann auch nur am Abend machen. Und ja. Also ich hoffe sehr, sehr, dass ihr mir trotzdem treu bleibt sozusagen. Und ich verspreche euch auch, ab März kommen dann wieder regelmäßig Videos. Ich habe auch noch einen Haufen Hauls jetzt vom Dezember und auch etwas älter, wo ich euch noch zeigen will, wo ich noch abdrehen muss. Ich habe auch ein ganz liebes Überraschungspäckchen von der Katharina bekommen. An dieser Stelle würde ich sagen, ich habe es wirklich noch nicht geöffnet und das wird auch ungeöffnet mitzügeln. Einfach, ja, weil ich keine Zeit dafür habe und ich würde gerne ja, das Video dazu machen. Und ja, es tut mir leid, aber das echte Leben geht vor. Das ist ein Hobby und da muss ich jetzt halt leider ein bisschen zurückstecken. Aber wie gesagt, also ab März läuft dann alles wieder normal, wenn nicht sogar besser, weil durch das, dass ich ja endlich mit meiner zweiten Hälfte zusammenziehe, werde ich dann auch am Wochenende vielleicht ein bisschen öfters Zeit haben, um Videos zu machen und andere Videos auch. Und ja, ich freue mich auch und ja. Ich hoffe, dass er mich ja, bis dann begleitet, beziehungsweise ja, bis dann nicht vergessen und ja, dann wieder weiter schaut. Gut, das wäre glaube ich das Wichtigste gewesen. Kommen wir zu meinem Duft im Dezember 2016. Wie war der gewesen? Dufttechnisch? Bin ich sehr zufrieden. Also nach meinem Gefühl habe ich recht viel verdüftelt. Ich tue mir ja Anfang des Monats immer die Sachen zusammensuchen, die ich gerne in diesem Monat verdüfteln würde. Einfach so ein bisschen nach Gefühl. Ich habe das mal nicht ganz geschafft. Also 2, 3 größere Sachen ja, bin ich einfach nicht mehr dazu gekommen, um die zu verdüfteln. Aber eben, ich bin recht zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Wenn ich noch sagen möchte, es hat natürlich wieder viel älteres Wachs dabei. Und darum habe ich bei vielen Sachen keine genaue Duftbeschreibung. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, ich glaube letztes Jahr oder ins 2015, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich ja angefangen, alle Duftbeschreibungen rauszuschreiben und an die Verpackung zu tun, damit ich euch das auch sagen kann und auch für mich, wenn mir ein Duft extrem gut gefallen hat und ich den vielleicht irgendwo anders mischen lassen. Aber eben, das meiste ist noch aus dem 2015. Ja, und dort habe ich dann noch nicht gemacht. Im Dezember war auch so viel los gewesen, wegen Weihnachten, Zeug und Sachen, dass ich mich eventuell auch nicht an alle Düfte erinnern kann. Aber ihr kennt mich ja, ich bin immer ehrlich zu euch und werde euch das dann sagen. Gut, ich lege los. Wie immer zuerst europäische, deutsche Shops, dann USA-Shops, am Schluss meine Favoritenkiste. Und ich habe auch diesen Monat nur 2 abgebrochene Sachen. Der Rest ist ganz aufgebraucht, was mich natürlich sehr freut. Und ja, ich lege jetzt los. Und zum Anfang mal wieder nach langer Zeit habe ich etwas von Yankee Candle verbraucht. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Weil ich tue ja im Dezember im Büro immer düftle. Ich arbeite ja in einem Grossraumbüro, darum ja, ist es etwas heikel, weil es hat sicher immer jemanden, der so Düfte nicht mag. Aber im Dezember bin ich einmal so frech und mache Motivkerzen an und ja.
Und da habe ich zum einen von Yankee Candle einen Sampler in der Duftrichtung Home Sweet Home. Ein bisschen würziger Duft, aber er hat ein bisschen auch was Foodiges. Von der Duftabgabe war er wirklich gut gewesen, weil die sind auch ein bisschen älter. Ja, hat wirklich gepasst und hat mir gut gefallen. Und dann habe ich eine zweite abgebrannt, das ist Sparkling Snow. Ja, ein schöner, frischer, vielleicht leicht grüner Duft, aber den habe ich auch schon früher noch mal als Tarte gehabt und der gefällt mir auch sehr gut, passt natürlich vor allem in die Winterzeit und ja, der ist top gewesen. Ich habe glaube noch einen dritten Ding gehabt, aber leider habe ich dort das Papierli weggeworfen, darum, ja, kann ich nicht mehr dazu sagen. Gut, dann machen wir weiter mit den deutschen Online-Shops. Da habe ich von Sweet Mamsell einen Dreierpack aufgebraucht in der Duftrichtung Frankensteins Dessert. Jetzt weiss ich nicht, mal ich glaube, da ist der. Den hatte ich gestern drin gehabt. Ja, der hat mich mega positiv überrascht. Der hat eine gute bis starke Duftabgabe gehabt. Und das ist ein herbstlicher Duft gewesen, so ein bisschen Halloween-Duft. Hat Zimt drin gehabt und hat aber so noch was Bombo-mäßiges drin gehabt. Irgendwie zimtfoodig, aber irgendwie dann auch ziemlich fruchtig. Ja, wie eine Kaubonbon. Also mega lecker und sehr intensiv. Der ist noch vom Oktober 2015, also über ein Jahr alt gewesen. Ja, könnte man vorstellen, dass ich mir den irgendwann wieder mal kaufen würde. Dann habe ich ein Melt von Doris Duftstübli aufgebraucht in der Duftrichtung Hot Shock Peppermint, also ein Schoki-Duft mit Pfefferminz. Ich liebe ja die Kombi generell. Also ich liebe immer noch Pfefferminz-Duft mit Schoki gemischt, habe ich auch sehr gern. Das ist auch ein Melt aus dem Oktober 2015 und da muss ich leider sagen, den habe ich kaum wahrgenommen. Also die Duftabgabe war schwach bis medium gewesen. Wenn ich gerade in der Nähe gewesen bin von der Lampe, habe ich leicht was wahrgenommen. Aber sobald ich ein paar Meter weg war, ja, habe ich ihn leider nicht mehr geschmückt. Schade, weil so an sich ist wirklich ein mega feiner Duft gewesen. Dann habe ich einen größeren Melt von Sweet Mamsell aufgebraucht in der Duftrichtung Chicks and Strawberries. Das ist ein fruchtiger Duft gewesen. Ich hatte den schon mal gehabt. Der ist sogar vom Juli 2015. Der ist von der Duftabgabe mittel gewesen, bis gut. Allerdings hat er mir jetzt beim zweiten Mal nicht mehr so gefallen, weil da recht stark eine Kirschnote rausgekommen ist und ich mag Kirschstift leider nicht. Darum, ja, wäre da kein Nachkaufkandidat für mich. Dann habe ich ein Goodie und ich glaube, das ist jetzt wirklich der allerletzte Melt, den ich von BSOX Bakery habe, aufgebraucht. Und zwar ist das ein süßes Cupcake in der Duftrichtung Pink Sugar Cotton Candy. Und ja, weil ich ja so größere Mengen verdüftle und meine Nase sich auch daran gewöhnt hat, an größere Mengen, habe ich zudem noch von Tiffany Candles ein bisschen Cotton Candy Marshmallow mitdüftlet. Den habe ich ja auch letzten Monat abgebrochen. Jetzt bin ich mittlerweile so weit. Ja. Gute bis starke Duftabgabe. Allerdings durch das Cotton Candy Marshmallow ist der Pink Sugar Duft leider verloren gegangen. Aber ist an sich eine Kombi, die ich auch so kaufen würde und wo ich liebe. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit Doris Duftstübli. Das ist ein Goodie, das ich bekommen habe.
Und der hat mich auch mega positiv überrascht. Das ist eine Mischung aus Birthday Cake, Orange Meringue und Cinnamon Dust. Erstens, stachelt auf die Abgabe wirklich gut. Und es ist ein mega leckerer Duft gewesen. In Kalt habe ich nicht so gut gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch ehrlich gesagt heikel geworden, was Zimtdüft angeht. Also ich kaufe auch nicht mehr so viel Zimtdüft. Und es wäre ein Kombi gewesen, den ich mir so nie bestellt hätte. Aber das hat so Bombe harmoniert. Also die Orangennote mit dem Zimtstaub und dann noch das Kuchige vom Birthday Cake. Also super. Das wäre wirklich ein Kombi, wo ich mir doch auch mal wieder nachkaufen würde. Und wie gesagt, wirklich eine Duftbombe gewesen. Dann habe ich von Ice Flower einen Custom Blend aufgebraucht. Der ist vom Mai 2015. Und zwar Sweet Milky Kisses bei Pamela. Der ist von der Duftabgabe wirklich noch stark gewesen, aber ich muss leider sagen, der hat mir nicht so gefallen. Ich mag ja Sugar Milk, da hättest du auch drin gehabt. Gemischt, meiner Meinung nach, mit was Fruchtigem. Und ich glaube, es hat vor allem Himbeer drin. Und ja, ich mag Himbeer sehr in der Mischung mit Erdbeere und Guava. Also Strawberry, Raspberry, Guava ist ja komischerweise einer von meinen Lieblingsdüften. Aber sonst vermeide ich eigentlich meistens Himbeerduft und da ist da eigentlich der intensivste oder sonst eine Frucht, die ich nicht so mag. Darum, ja, für mich leider kein Nachkaufkandidat, aber er war wirklich sehr intensiv gewesen. Dann habe ich von Beautiful Fragrances eine Clamshell aufgebraucht in der Duftrichtung Best Cookies Ever. Und der hat mich auch sehr positiv überrascht. Weil so in Kalt hat er extrem süß gerochen, aber nicht so intensiv. Und in der Lampe ist da wirklich auch eine Duftbombe, also starke Duftabgabe. Und wirklich ein sehr, sehr leckerer Keksduft. Also der ist knapp meiner Favoritenliste entgangen, aber würde ich mir auf alle Fälle wieder mal kaufen, ist wirklich fein gewesen. Dann habe ich einen Scentshot von Ice Flower aufgebraucht in der Duftrichtung Vanilla Marshmallow bei Melanie. Also auch ein Custom Blend. Ja, erstaunlicherweise auch gute bis starke Duftabgabe und wirklich süße, leckere Vanille mit Marshmallow. Natürlich auch ein perfekter Blendduft. So eine, ja, müssten jetzt vielleicht nicht unbedingt haben, aber zum Blenden sicher perfekt. Dann, ja, ich habe noch einen Zeich gesagt. Frankenstein Dessert von Sweet Mamselle habe ich mit dem Duft verwechselt. Darum bin ich mir nicht sicher gewesen. Halloween Party. Halloween Party ist der Duft gewesen, der Zimtduft mit dem Cowboy-Duft. Oh, der ist wirklich herrlich gewesen. Frankenstein das Dessert ist, glaube ich, ein eher würzigerer Duft gewesen, wo mir nicht so gefallen hat. Aber der ist wirklich super gewesen. So, und da ist noch mein dritter Sampler von Yankee Candle. Habe ich doch nicht weggeworfen. Ich habe im Büro noch Season of Peace. Verdüftet einen von meinen absoluten Lieblings-Winterdüft von Yankee Candle. Den hatte ich auch schon als Tarte gehabt. Der ist sehr intensiv. Das ist so ein schöner, frischer Duft. Geht vielleicht für einige ein bisschen so in die frische Wäsche-Richtung. Ja, aber ich finde ihn wunderbar. Also den würde man auch wieder mal nachkaufen. So, dann habe ich nochmal einen Melt aufgebraucht von Doris Duftstübli und zwar in der Duftrichtung Kaffee Mandelkeks. Der ist von der Duftabgabe mittel gewesen, also hätte für meinen Geschmack noch dürfen stärker sein
Und komischerweise habe ich da wirklich nur den Mandelkeks geschmückt, also vom Kaffee wirklich nichts. Ja, ist so ein, ja, für einige eine normale Portionsgröße, vielleicht für mich eben ein bisschen zu wenig. Es könnte sein, dass ich den Duft noch in meiner Sammlung habe. Also, ich würde ihn nochmal probieren, einfach zum Schauen, ob ich da mal den Kaffeeduft noch rausschmücken würde. So, dann noch drei Sachen. Nochmal eine Clamshell von Beautiful Fragrances von The Choice. Und zwar Fried Banana Ice Cream. Ja, ich habe mich nach langer Zeit wieder mal an einen Bananenduft gewagt. Ich habe ja mal vor langer Zeit zwei, drei Bananenduft ausprobiert und der einzige, der mir gefallen hat und den ich vertraut hatte, ist der von der Irma, von Duftimpressionen. Und dann habe ich einfach das Gefühl gehabt, ja, Banane ist aber nicht so meins. Ich habe lange nichts mit Bananen bestellt und irgendwann hat es mich dann gepackt und habe ich gedacht, ich will wieder mal einen Bananenduft. Und also der Duft ist auch sehr intensiv gewesen. Wirklich. Und ja, leider beim ersten Mal, wo ich getüftelt habe, hatte ich noch wirklich sehr stark Migräne gehabt. Bin noch schnell unsicher gewesen, ob es der Bananenduft ein Mitauslöser war. Aber es hat schon was rumgeschwirrt in meinem Kopf. Also, als ich ihn dann nämlich das zweite Mal verdüftet habe, habe ich keine Migräne bekommen und ich habe ihn wirklich, wirklich sehr, sehr gern gehabt, weil man hat auch wirklich die Vanille mit rausgeschmückt oder die Eiscreme-Note und wirklich einen schönen Bananenduft, nicht zu kitschig. Und ja, also wirklich mega lecker und ja, ich will mal sicher garantiert wieder mal den Duft oder einen ähnlichen Bananenduft kaufen. Wer weiß, vielleicht werde ich noch zum Bananenduftliebhaber. So, dann habe ich noch was von Iceflower aufgebraucht, auch aus dem Mai 2015, also über 1,5 Jahre alt. Und zwar mein letzter Duftmousse, glaube ich, den ich von ihr habe. Und das ist in der Duftrichtung Süße Sünde. Es ist irgendwas Cremiges, es hat Erdnussbutter drin, das weiß ich noch. Und ich finde den Duft an sich super. Nur, ich habe den Duft auch schon mal gehabt und auch dort. Die Duftabgabe ist mir ein bisschen zu wenig. Also ich würde ihn einstufen zwischen mittel bis gut. Manchmal hat es so Phasen gehabt, wo ich ihn wirklich gut wahrgenommen habe. Aber hauptsächlich eher mittel. Ja, also es wäre ein eindeutiger Favorit, wenn er stärker wäre. War komischerweise, also meistens ist es bei Iceflower immer sehr starke Duftabgabe, aber ja, vielleicht ist es meine Nase, die einfach mit irgendeinem Duft da ein Problem hat. Ich weiß es nicht, aber der Duft an sich eigentlich mega, mega lecker. So, und dann kommen wir mal zum letzten von den deutschen Online-Shops. Und ich habe wirklich gedacht, es passiert noch Wunder. Ja, meine Freundin ist ja zwischen Weihnachten und Neujahr bei mir gsi. Und wenn sie ja da ist, tue ich nicht tüfteln, weil bei ihr lösen die Düfte wirklich Migräne aus. Also sie ist da sehr empfindlich. Und ja, das habe ich ja jetzt bis anhin immer so gemacht. Und ja, wir haben dann, ich glaube, mexikanisch gekocht, genau. Und dann hängt der Duft einmal wirklich extrem in der Wohnung. Und dann hat sie so mal gesagt, oh, mach doch mal einen Duft da. Und ich habe schon gedacht, sie sagt das aus Witz, aber sie hat es dann ernst gemeint. Und dann habe ich gefragt, ja, was sie denn gern hätte. Und ja, wenn, dann mag sie zitrische Düfte, einfach weil das ein bisschen neutralisiert. Ja, dann habe ich mal schnell überlegt, von wem könnte ich Zitronendüfte haben. Und ja, dann habe ich gedacht, ja, Iceflower habe ich ja sehr gern, dort werde ich bestimmt was haben. Und ja, dann habe ich zu dieser Clamshell gegriffen in der Duftrichtung Sparkling Lemon. Das ist eine Mischung aus Zitrone, Limette und Bergamotte. Ja, die ist aus dem Juni dieses Jahr. Eine Duftbombe, sowas von intensiv. Und
Ja, das Wunder ist, meine Freundin hat es vertragen und sie hat den Duft auch noch angenehm und fein gefunden. Also, das ist wirklich eine Sensation. Und ja, da habe ich mich mega drüber gefreut. Sie hat dann auch gesagt, ja, der Duft könnte sogar mal in der neuen Wohnung, in der Küche mal anmachen oder so. Also, der vertraut sie. Und ja. Also, Top-Duft. Jetzt weiss ich, also, zitrische Düfte von der Sylvie muss ich immer ein bisschen auf Lager haben. So, und das wäre es also gewesen mit dem deutschen europäischen Teil. Ich mache jetzt gerade weiter mit den USA-Sachen. Das sind nämlich etwa gleich viel. Ja, genau. Ich zeige jetzt ausnahmsweise zuerst eben die Sachen, die ich nicht ganz aufgebraucht habe, weil da noch Zeit sind. Eben zum einen der Scoopable von Tiffany Candles in Cotton Candy Marshmallow. Den muss ich irgendwie noch aufbrauchen. Und dann habe ich einen Bag abgebrochen von Sassy Girl Aroma. In der Duftrichtung Trelish Sugar Cookie da. Der Duft. Er ist wirklich intensiv, also eine starke Duftabgabe. Aber sowas von extrem süß, also da ist sogar mir zu süß und ich mag ja süße Foodie-Düfte, also der ist wirklich grenzwertig. Muss allerdings sagen, das zweimal, wo ich ihn verdüftet habe, habe ich ihn schon ein bisschen besser gefunden als das erste Mal, aber ja, wer jetzt garantiert kein Nachkaufkandidat für mich. Ich weiß auch nicht, ob ich den Trelesch so gern habe. Das duftet für mich so ein bisschen nach Sugar Milk mit Karamell. Ja. Also, könnte vielleicht jemandem gefallen. Muss ich kennen. Ja, mal schauen. Ob ich den mitzügle, weggebe, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. So, kommen wir jetzt aber zu den ganz aufgebrauchten Sachen aus den USA-Shops. Da fange ich an mit einem Scentshot von Busy Tarts in der Duftrichtung Berry Cream Brûlée. Der ist von der Duftabgabe stark gewesen, wie eigentlich das meiste von Busy Tarts. Hat mich aber jetzt nicht so umgehauen. Es ist ein bärige Duft mit so noch ein bisschen süßliche Note, also so Cheesecake-mäßig, ein bisschen süßlich gehende. Und auch die Beerenkombi, sie ist okay, aber nicht gerade mein Favorit. Ja, ich meinte aber, ich habe von dem Duft noch mehr in meiner Sammlung. Aber die Duftabgabe ist wirklich gut gewesen. Dann habe ich eine Clamshell aufgebraucht von Super Tarts in der Duftrichtung Cinnamon Glazed Vanilla Beans. Von dem Duft habe ich, glaube ich, noch eine ganze Bag. Und ich glaube, nochmal eine Clamshell. Ach, ja. Ich bin nicht mehr der grösste Zimtfan, aber eben, es gibt wenige Kombis, die ich liebe. Der gehört dazu. Ein süßlicher Zimtduft mit einer grossen Ladung Vanille. Von der Duftabgabe ist er gut gewesen. Super Tarts sind bis jetzt die, die ich ausprobiert habe, meistens auch Duftbomben gewesen. Er dürfte darum für mich noch ein Ticken stärker sein, aber er ist wirklich gut. Also gute Duftabgabe ist eigentlich schon top. So, dann habe ich meinen letzten Duft von Candles from the Keeping Room aufgebraucht. Dort habe ich ja auch nur einmal bestellt und ich glaube auch nur noch drei Sachen ergattert. Das ist der Duft Burnt Cream, also brennt die Creme. Der ist von der Duftabgabe stark gewesen. Am Anfang habe ich ihn auch komisch gefunden. Da hat man wirklich so das Brennte geschmückt, aber er ist dann wirklich besser geworden. Sehr süß, wäre jetzt aber ja, ehrlich gesagt kein Nachkaufkandidat. Ich habe einen Scentshot aufgebraucht von Tiffany Candles in Strawberry, Erdbeer. Ja, und sie hat ja meine allerliebste Erdbeerduft, wo es bei Vintage Chic Scents auch gibt. Und ich glaube, Candles from the Keeping Room. Ja, so ein süßlicher Erdbeerduft. Aber,
Also die Duftabgabe ist gut bis stark gewesen. Aber mittlerweile ist mir so reine Uni-Erdbeerduft, ehrlich gesagt, ein bisschen zu langweilig geworden. Also ich würde mir jetzt, glaube ich, nicht Uni bestellen, aber Blended Hammer. Dann, sorry. Genau, habe ich zwei Goodies miteinander gemischt von Tiffany Candles. Das war so ein Goodie in Vanilla Bean Noel Type. Mit auch von einem Goodie von ihr in der Duftrichtung Chocolate Cappuccino Espresso Cake. Ja, die Kombi ist erstaunlicherweise nicht so fein gewesen, wie ich mir da erhofft habe. Also da der Chocolate Cappuccino Espresso Cake ist ein bisschen, ja, ein komischer Duft gewesen, wirklich, muss ich so sagen. Und ja, wäre also kein Nachkaufkandidat. Dann extrem positiv überrascht hat mich der Duft von Vintage Chic Scents. Der Name ist so schwierig. Der heisst The Stanley Hotel. Und da ist eine Mischung aus Harvest und Vanilla Bean Noel. Jetzt weiss ich leider nicht, was Harvest ist, ob da. Ich glaube, es ist irgendwas aus der Natur. Gemischt mit dem Vanilla Bean Noel. Und ich meinte, es hat irgendeine Note in dem Harvest, die ich sonst eigentlich gar nicht mag. Vielleicht ist es so ein bisschen. Was? Tannenzweig? Ich weiß es nicht. Aber ich habe den super lecker gefunden und der hat wirklich auch eine starke Duftabgabe gehabt. Also der hat mich mega positiv überrascht. Der ist vom Juli 2015, also auch 1,5 Jahre alt, ja. Der ist echt toll gewesen. Bei Winter Chic Scents habe ich jetzt schon länger nicht mehr bestellt, weil ich von ihr fast am meisten Wachs habe. Aber ja, wer weiß, vielleicht irgendwann in Zukunft wieder mal. Also der war wirklich top gewesen und eben mal was anderes. Nicht so meine üblichen Düfte, sozusagen. Dann habe ich endlich fertig gemacht von Hayley's Heavenly Scents Mini Tarts in der Duftrichtung Pink Lavender. Von der Duftabgabe sehr stark, ist aber ausnahmsweise mal ein Lavendelduft gewesen, wo ja, mir nicht so gefallen hat, also wo jetzt auch nicht zu meinen Lieblings-Lavendelduft gehört. Der Pink Sugar ist da recht untergegangen. Es ist ein sehr starker, kräutrig ist parfümig gehender Lavendelduft gewesen. Mir fast zu extrem und ich mag ja starke Düfte, also ja. Ein Duft, den ich mir absolut wieder mal nachkaufen muss. Egal von wem, hier haben wir von Busy Tarts verdüftelt, ist der Iced Lemon Cookies. Den habe ich zu Anfang von meiner Duftsucht ja, häufiger gekauft. Also der, ist mal auch, der hat auch mal zu meinen Top-Lieblingsdüften gehört. Und ja, ich liebe ihn noch immer. Oh, ein feiner, keksiger Zitronenduft. Der war mega stark gewesen, aber ja, ich habe ihn von verschiedenen Shops gehabt und der war eigentlich immer sehr intensiv gewesen und oh, ich liebe ihn. So Uni wird da eigentlich gar nicht mehr gross angeboten, also vor allem, ich glaube, in deutschen Shops habe ich den schon ewig nicht mehr gesehen, und, aber er ist so lecker, also der Duft werde ich irgendwann mal irgendwo in einem Shop sicher nachkaufen. So, dann habe ich nochmal eine Clamshell von Vintage Chic Scents aufgebraucht in der Duftrichtung Frankly My Dear. Ich glaube, von dem Duft habe ich auch noch mehr in einer grösseren Variante. Und Frankly My Dear ist eine Mischung aus Eukalyptus und Spearmint. Ach, und das ist auch sehr ein intensiver Duft gewesen. Einfach frisch. Super clean, sicher auch top, wenn man verkältet ist. Ja, also Eukalyptus mehr, würde ich sagen. Aber man schmeckt schon auch die Spearmint, also wirklich ein schöner Duft. Und ja, bin froh, dass ich noch mehr von dem in meiner Sammlung habe. So, es leert sich langsam. Nochmal Busy Tarts. Ja, weil Busy Tarts habe ich
Ja, letztes Mal recht eine grosse Bestellung aufgegeben. Die habe ich euch noch nicht abgefilmt. Und darum habe ich, glaube ich, einiges ja, jetzt verdüftelt. Das ist auch noch vom September 2015. Da habe ich einen Sandshot aufgebraucht in der Duftrichtung Strawberry Cheesecake. So, ich mag ja nicht so süßliche Cheesecake-Düfte. Habe ich auch schon gehabt. Aber ich wollte den unbedingt probieren, weil eine YouTuberin aus Amerika so von dem geschwärmt hat. Und zum Glück ist der nicht so süßlich. Also er hat schon so eine Cheesecake-Note, aber in Kombination mit dem Erdbeere ist er eigentlich sehr lecker gewesen. Er hat auch einen super Erdbeerduft. Also ich kann jetzt auch noch mehr von dem Duft und der hat mir wirklich gut gefallen. Und ist auch von der Duftabgabe gut bis stark gewesen. So, dann habe ich eine Blume oder irgend so ein Melt aufgebraucht von Vintage Chic Scents. Strawberry Enchanting Prince heisst der Duft. Und ist eine Mischung aus Strawberry, Blueberry, Lavender, Smoothie. Das ist, glaube ich, aus meinem Lavendel-Sampler. Ja, der ist von der Duftabgabe. Da weiss ich noch gut gewesen. Allerdings hat er mir nicht so gefallen, weil der Blaubeerduft, er ist nicht der Dominantduft gewesen, aber Blaubeer und Lavendel hat man so 50-50 geschmückt, würde ich sagen. Und der Erdbeerduft leider gar nicht. Und ja, Blaubeerduft mag ich leider nicht mehr. Darum, ja, wäre da kein Duft, den ich mir so uni kaufen würde. Oh, jetzt sehe ich gerade noch, da hat sich noch ein deutscher Duft reingeschmuggelt. Ich habe noch von Beautiful Fragrances, ich glaube, das sind 3 oder 4 Mails aufgebraucht, in der Duftrichtung Soft Chocolate Macaroons. Den Duft habe ich im November oder im Oktober schon mal verduftet. Das ist schon so ein Schoki-Duft mit Orangen drin. Duftabgabe gut bis stark. Und ja, jetzt damals hat er mir besser gefallen als letztes Mal. Und ja, ist wirklich mal eine feine und auch eine spezielle Kombi für mich. So, dann nochmal ein Melt aus dem Lavendel-Sampler von Winter Chic Scents. Imagines Lavender Supreme heißt der Duft und ist eine Mischung aus Lavendel und Orange Smoothie. Der hat eine gute Duftabgabe gehabt und den habe ich sehr lecker gefunden. Also man hat auch beides ziemlich ausgeglichen geschmeckt, also so 50-50. Und ich muss sagen, ich finde Orange mit Lavendel gemischt ein sehr schöner Blend. Wäre ich so von alleine nie drauf gekommen. So, nochmal was von Winter Chic Scents. Da habe ich so ein 3er-Pack Blümchen aufgebraucht. Der Duft heisst An Offer You Can't Refuse. Ich meinte, ich hätte mal einen Sandshot in dem Duft gehabt, in dieser Duftkombi, und habe dann nachher drum den 3er-Pack gekauft. Allerdings hat mir der Duft jetzt damals nicht mehr gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß leider nicht, was da drin hat, aber ich vermute, es hat was Zitroniges drin, es könnte Blaubeere drin haben, ich weiß es nicht. Aber es hat irgendeinen Ton, wo mir nicht so gefallen hat. Von der Duftabgabe ist es so mittel bis gut gewesen. Also definitiv kein Duft, den ich mir wieder nachkaufen will. So, dann noch 3 Sachen. 3 Bags und dann kommen wir mal zu den Favoriten und dann haben wir es geschafft. Ich habe zum einen von Rose Girls ein Bag aufgebraucht in der Duftrichtung Pink Sugar, Blue Sugar and Royal Sugar Cookie. Ja, ich und Rose Girls sind ja nicht die besten Freunde. Ich habe jetzt einiges ausprobiert. Ja. Ich würde sagen, Durchschnitt ist okay, aber es hat mich noch nicht so umgehauen von dem Shop, außer der einen Duft, aber der ist dann dafür nicht so stark gewesen, eben wo ich jetzt verlangen hätte, um dort wieder bestellen. Die Duftkombi ist sehr, sehr lecker gewesen. Sie ist von der Duftabgabe auch stark gewesen.
Das Einzige, was ich ein schade gefunden habe, der Blue Sugar war kaum wahrnehmbar gewesen. Also es war eigentlich so ein typischer Pink Sugar Blend mit Cookies. Da gibt es ja auch jenste Varianten und von jensten Shops. Der Blue Sugar ist ganz viel durchgekommen, aber ich finde, er hat den Duft noch viel spezieller gemacht, wenn der Blue Sugar dominanter gewesen wäre. Ja. Und eben so Pink Sugar, Cookie Blends komme ich auch in anderen Shops über, die ich viel besser finde. Muss darum nicht unbedingt von Rose Girl sein, aber eben, der hat mich damals überzeugt in der Duftabgabe und es war ein kleiner Blend, gewesen, einfach nicht so außergewöhnlich. So, dann habe ich ein Bag geleert von Sassy Girl Aroma aus dem Juni 2015. Das ist eine Mischung aus Berrylicious Cucumber Splash. Ich weiß nicht, ob der Berrylicious ein Dupe war zum Berrylicious von Yankee, aber ich glaube nicht, weil der von Yankee Candle finde ich nämlich nicht schlecht. Ja, Cucumber Splash. Ein Duft, den ich schon mal von anderen Shops hatte, ich verträge den leider einfach nicht so. Ich finde ihn fein. Da hat mir der Berrylicious Duft nicht so gefallen. Es ist ein frisch-fruchtiger Duft gewesen. Von der Duftabgabe gut bis stark, aber wäre jetzt ja, kein Kombi, den ich mir nachkaufen würde. So, und der letzte ganz aufgebraucht ist eine grosse Bag von Winter Chic Scents. Da bin ich echt happy, habe ich die leer gebracht, weil ich weiß jetzt nicht, der gehört sicher zu den ältesten Teilen in meiner Sammlung, weil das ist vom April 2015. Das ist so eine Bombshell-Bag, wo sie einmal drei Düfte, drei Blends sozusagen zusammenmischt. Das ist Kombi Vaudeville, Gentleman Prefers Blonde und Surrey. Ja, da habe ich leider die genauen Duftbeschreibungen nicht. Vaudeville kennt ihr vielleicht mittlerweile, wenn ihr meine anderen Videos schon gesehen habt, weil Vaudeville habe ich in verschiedenen Formen auch gehabt. Das ist Wildberry Mousse mit Strawberry Raspberry Guava und entweder gemischt mit Marshmallow oder Birthday Cake, da weiß ich nicht mehr genau. Den Surrey ist so eine Marshmallow Vanille Mischung, irgendwas in die Richtung und Gentleman Prefer Blondes. Ich weiß nicht, ob es Erdbeere drin hat, aber es hat sicher Blonde Moment drin und ich liebe Blonde Moment. Blonde Moment ist für mich so ein spritziger, bubliger, ja, fruchtiger oder ein bisschen, sogar so ein bisschen die Champagner-Duft richtig. Und ich liebe den. Und zum Glück, sozusagen, hat man da in dieser Mischung sehr gut den Blonde Moment rausgeschmückt. Ein bisschen noch der Wildberry Mousse und eben das Cremige, aber hauptsächlich ja. Der Blonde Moment-Duft ist sehr schön rausgekommen und ich liebe den Duft. Und ja, darum hat mir es echt auch Spass gemacht, die ganze Bag zu verdüfteln. Also hast du ihn eigentlich nicht satt gehabt. Und ja. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt nicht mehr in dieser Dreier-Kombi haben, aber eben Gentleman Prefer Blondes liebe ich. Und der ist top gewesen. So, wir haben es fast geschafft. Jetzt ist nur noch meine Favoritenkiste dran. Und da habe ich im Monat Dezember nicht so viel rein tun. Ja. Es hat einfach drei Düfte, die mich extrem überzeugt haben. Also, ja. Es hat ja jetzt auch viele dabei gehabt, die ich sehr fein gefunden habe. Aber eben, das sind wirklich Nachkaufkandidaten, definitiv. Wir bleiben gerade bei Vintage Chic Scents. Den Duft hatte ich schon mal gehabt. Jetzt habe ich, glaube ich, leider keinen mehr. Das ist, glaube ich, wirklich das Letzte. Aber ich habe gedacht, muss ihn aufbrauchen, weil der ist auch vom Mai 2015 und besser wird er ja nicht. Also es wäre ja schade, wenn er den Duft verliert. Da ist der Duft Mrs. DiMaggio's Dream. Ich liebe ihn. Ich schmecke jetzt leider nur gerade nicht mehr viel aus der Tüte. Aber wenn ich mich nicht täusche, hat es da Erdbeer drin, Blonde Moment. Ich weiß es nicht mehr. Aber ein absoluter Favorit von mir. Ich glaube, eben, den habe ich sogar schon in meinem Heftchen. Ja, und dann habe ich wieder mal Super Tarts. Super Tarts ist einfach, ja,
Wir sehen momentan immer noch einen von meinen Top 3 Lieblingsshops aus den USA. Da habe ich eine Clamshell aufgebraucht in der Duftrichtung Alfie. Und da ist eine Mischung aus Fluffy Marshmallows, Candy Canes und Christmas Cookie. Ach, herrlich. Zum Glück, ich habe sicher noch eine Clamshell in dem Duft, vielleicht auch zwei. Ja, also wie es steht, Marshmallow mit den vanillig pfeffermünzigen Süßigkeiten und dann aber eben auch noch einen Cookies-Duft mit drin. Starke Duftabgabe, mega, mega lecker, eindeutiger Nachkaufkandidat. Eben zum Glück habe ich von dem Duft noch in meiner Sammlung. Und mein letzter Favorit ist auch von Super Tarts. Von dem Duft habe ich, glaube ich, sogar zum Glück noch ein bisschen mehr in meiner Sammlung, weil mich der auch halt schon umgehauen hat. Und das ist der Duft Finic aus der Tribute von Panem-Serie sozusagen. Und Finic ist eine Mischung aus Sugar Cubes und Ocean Waves. Also ein frischer Duft. Und ach, ich liebe ihn. Er ist so intensiv und wieso ich ihn auch so liebe. Einer von meinen Lieblingsdüften, von meinen Top 10, was es nicht gibt, ist ja von Sassy Girl Aroma Pink Sugar Ocean Breeze. Ich liebe auch solche sehr, ich liebe sehr viel aquatische Düfte, aber der Ocean Breeze von Sassy Girl Aroma hat bis jetzt nichts geschlagen. Außer der. Der kommt dran an, also der hat mich dann sofort an Ocean Breeze von Sassy Girl Aroma erinnert. Einfach ohne da Pink Sugar. Sugar Cubes. Also, er ist nicht zuckrig. Gar nicht, finde ich. Es ist eher ein frischer, vielleicht mit einer leichten Süße, aber eindeutig ein frischer Duft. Aquatisch. Stark. Oh, ich liebe ihn und ich bin so froh, habe ich mehr von dem Duft. Ja, also der ist wirklich Hammer. So, meine Lieben, wir haben es geschafft. Ja, zeitlich geht es auch noch. Ja, es hat mir wirklich Spaß gemacht und es wird mir selber wirklich fehlen. Also am schlimmsten wird natürlich, dass ich nicht düfteln kann jetzt in nächster Zeit. Da wird mir extrem schwer fallen. Aber ja, auch die Videos mache ich natürlich gern. Vor allem ja, die Duft im Monatsrückblick und das wird mir jetzt sicher ja, in nächster Zeit fehlen. Also eben sicher den Monat Februar mal schauen. Eventuell kann ich dort wieder anfangen düfteln. Mal schauen, aber ja. Ja, meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Hebt euch Sorge. Wie gesagt, eventuell ja, werde ich noch mit so Handyvideos kommen. Ich denke zwar ehrlich gesagt momentan wahrscheinlich eher nicht. Ja, ihr könnt mich gleich jederzeit kontaktieren, das wisst ihr ja. Ich habe ja auch noch meinen Instagram-Account. Dort wird vielleicht ab und zu ein Bild kommen. Und ja, also es würde mich riesig freuen, wenn wir uns sozusagen wiedersehen Ende Februar oder dann sicher im März. Und ja, bis dann, hebt euch Sorge, macht's gut und tschüss zusammen.